Seit Anbeginn der Menschheit schauen wir ehrfürchtig in den Sternenhimmel und fragen, was erwartet uns da draußen? Der Fortschritt hat uns mehr Antworten gegeben, als wir je zu träumen wagten. Und doch, mit jedem Schritt weiter, mit jeder Grenze, die wir überschreiten, um den Sternen ein Stück näher zu sein, gibt uns das Weltall neue Rätsel auf. Dies ist eine goldene Zeit für die Astronomie und für unsere Erforschung des Universums. Noch niemals zuvor war es so aufregend und alles, was wir lernen, sagt uns, da ist noch viel mehr, was wir noch gar nicht wissen. Wir müssen Wege finden, die es uns ermöglichen, das Unbekannte zu erforschen. Nur wie sucht man, was man noch gar nicht kennt? Diese Geschichte handelt von so einer Suche nach dem Unbekannten. Und von Menschen, die versuchen, dieses Unbekannte zu verstehen. So viel vorweg. Es ist eine Erfolgsgeschichte. Denn an ihrem Ende werden wir unser Universum mit all seinen Wundern ein bisschen besser verstanden haben. All das dank eines kurzen, unscheinbaren Signals, das zur richtigen Zeit aus den Tiefen des Weltalls seinen Weg auf die Erde fand und die Welt der Astronomie für einen Moment aus den Fugen hob. Alles beginnt mit einem Drama von kosmischem Ausmaß. In einer Entfernung von 1,3 Milliarden Lichtjahren umkreisen sich zwei schwarze Löcher, jedes vielfach schwerer als unsere Sonne, bis sie schließlich ineinander stürzen. Das Ereignis ist so gewaltig, dass es Wellen von gigantischer Energie freisetzt. Gravitationswellen. Sie rasen durchs All. Bis zur Erde, wo sie im September 2015 gemessen werden. Dieser Nachweis hat uns ein neues Forschungsfeld eröffnet. Denn diese Wellen lassen uns das All auf eine völlig andere Weise wahrnehmen. Es war was ganz Aufregendes passiert. Wir hatten zum ersten Mal das Universum gehört und nicht nur gesehen. Das war mit Sicherheit eine der wenigen Jahrhundertentdeckungen. Die Sensation gelingt in den USA. Dort, mitten in der Wüste des Staates Washington, steht einer von zwei amerikanischen Gravitationswellendetektoren, genannt LIGO. Geformt wie ein L mit kilometerlangen Armen. Genau die messen 2015 das Signal, und zwar mit Hilfe von Laserstrahlen. David Shoemaker hat den Detektor mit aufgebaut. Der seltene Einblick, den uns der Physiker heute gewährt, führt direkt ins Innerste des wohl empfindlichsten Messgerätes seiner Art. Wir befinden uns in einem der Arme von LIGO. Hier läuft der Laser durch, der die Gravitationswellen misst. In dieser Röhre, die wir hier sehen. Sie ist etwa 1 Meter breit aus rostfreiem Stahl und ziemlich dünn. Innerhalb der Röhre erzeugen wir ein extremes Vakuum, das dafür sorgt, dass nicht einmal die Luft den Laser auf seinem Weg behindert. In der Fachwelt spricht man von einem Laser-Interferometer. Jeder der Detektorarme ist genau 4 Kilometer lang. Dort, wo sie aufeinandertreffen, hat der Laserstrahl seinen Ausgangspunkt. Er wird gleichzeitig in beide Arme geschossen und funktioniert dabei wie ein überdimensionales Lineal. Das Laserlicht läuft die Arme entlang und wird immer wieder von Spiegeln reflektiert. So messen wir genau, wie lang die Arme sind, und zwar extrem genau, auf einen Trilliardstel Meter genau. Und schon das kleinste Luftteilchen, das mit dem Laser in Berührung kommt, beeinflusst die gemessene Distanz. Deshalb müssen wir sämtliche Luft aus den Röhren fernhalten, sodass im Vakuum perfekte Messbedingungen herrschen und eine Längenänderung allerhöchstens von einer Gravitationswelle ausgelöst werden kann. Doch warum empfängt so ein riesiges Laserlineal auf der Erde Signale aus dem All? Das Geheimnis liegt in der Beschaffenheit dieser Signale.
Als sich die beiden schwarzen Löcher immer schneller umtanzten und schließlich fusionierten, waren die Energiewellen, die dabei ausgelöst wurden, so enorm, dass sie den Raum veränderten. Man kann sich das wie bei einer Wasserwelle vorstellen. Durch einen Impuls gerät das Wasser in Bewegung. Dasselbe passiert bei einer Gravitationswelle, nur eben mit dem Raum. Sie dehnt den Raum in die eine Richtung und quetscht ihn gleichzeitig in die andere. Und dann geht es wie bei jeder anderen Welle wieder andersherum. Hier wird gedehnt, da wird gestaucht. Einen Augenblick später wird hier gestaucht und da gedehnt. Und so wechselt es sich immer wieder ab. Mehr muss man nicht wissen, um zu verstehen, wie die Wellen gemessen werden oder was sie wirklich sind. 1,3 Milliarden Jahre lang reisen die Gravitationswellen durchs All und erreichen die Erde. Auch hier krümmen sie den Raum. Für uns nicht spürbar, aber für den Detektor. Denn die Krümmung ändert für einen kurzen Moment die Länge der LIGO-Arme. Die Welle quetscht den einen Arm und dehnt den anderen. Das verändert auch den Weg der Laserstrahlen. Und das können wir messen. Entsteht zwischen beiden Armen eine Differenz, könnte der Grund dafür eine vorbeiziehende Gravitationswelle sein. Die Messinstrumente reagieren so empfindlich, dass jedes noch so kleine Erdbeben, ja sogar die Brandung des Meeres, gemessen und im LIGO-Kontrollraum angezeigt werden kann. All diese irdischen Quellen machen es für die Wissenschaftler alles andere als leicht, ein Signal zu empfangen, das tatsächlich aus dem Weltraum kommt. Am Anfang ihrer Existenz drehten sich die schwarzen Löcher noch extrem langsam umeinander. Milliarden Jahre pro Umdrehung. Unmessbar für uns. Irgendwann kamen sie sich näher und die Frequenz ihrer Bewegung kam in einen Bereich, in dem unser Instrument sie empfangen konnte. Oberhalb aller seismischen Geräusche. Und nahe dem Bereich des menschlichen Hörens. Und dann macht's. So klingt es, wenn man das Signal in einen tatsächlichen Ton umwandelt. Der Aufwand, um diese kleinen Signale zu empfangen, ist gigantisch. Doch er ist nichts im Vergleich zu dem, was diese Signale uns über den Kosmos verraten. Dank der Gravitationswellen können wir Bereiche des Universums erkunden, in die kein Teleskop, keine Weltraumsonde je vordringen könnte. Sie berichten uns von nichts Geringerem als vom großen Unbekannten. Damit haben wir die Chance, die dunkle Seite des Universums zu hören. Und tatsächlich wissen wir heute, dass über 99% des Universums dunkel sind und wohl niemals mit irgendeiner Art von elektromagnetischen Wellen detektierbar sein wird. Aber wir wissen, dass alles der Schwerkraft unterliegt. Und alles, was der Schwerkraft unterliegt und sich bewegt, macht Gravitationswellen. Verschmelzende schwarze Löcher, kollidierende Neutronensterne, Sonnenexplosionen. Je gewaltiger die Ereignisse, je schwerer die Objekte, desto stärker sind die Gravitationswellen, die entstehen. Schwarze Löcher sind besonders massereich. Mit gewaltiger Kraft verschlingen sie alles, was ihnen zu nahe kommt. Entsprechend viel Energie wird frei, wenn zwei davon aufeinanderprallen. Die Gravitationswellen tragen Informationen über solche kosmischen Ereignisse hinaus ins All. Und sind sie erst mal unterwegs, kann nichts im Universum sie aufhalten. Ganz egal, ob kosmischer Staub oder Plasmastrahlen. Gravitationswellen durchdringen alles. Mit ihnen können wir überall hineinschauen. Wir können vielleicht sogar den Moment erleben, an dem alles begann. Nicht sofort, aber in vielleicht 30 Jahren können wir Gravitationswellen messen, die genau in dem Moment entstanden, als unser Universum geboren wurde. Der Urknall. Nie gab es ein größeres kosmisches Ereignis als die Geburt des Kosmos selbst. Gravitationswellen könnten der Schlüssel sein, um ihm endlich näher zu kommen. Kein Wunder, dass Wissenschaftler bereits seit Jahrzehnten davon träumten, die
die Wellen irgendwann einmal messen zu können. Die ganze Geschichte beginnt eigentlich schon im Jahr 1915. Und zwar mit Albert Einstein und seiner allgemeinen Relativitätstheorie. Einstein, der wohl bekannteste Physiker der Welt. Mit seiner Forschung revolutioniert er den Blick auf die Gesetze des Universums. Denn er zeichnet ein völlig neues Bild von Gravitation, also von Schwerkraft. Nach Einstein ist die Schwerkraft keine Kraft, sondern eine Eigenschaft des Raumes. Sie entsteht dadurch, dass alle Dinge in unserer Welt den Raum ein klein wenig eindellen. Alles andere im Raum bewegt sich dann in diesem gekrümmten Raum durch diese Dellen hindurch. Zum Beispiel der Mond. Der Mond rollt immer um die Erde herum in einem eingedellten Raum. Man kann sich das in vier Dimensionen nicht vorstellen. Man nehme sich einen elastischen Raum, also ein Gummituch, lege da die Erde drauf und dann gibt es eine Delle und dann rollt der Mond so wie eine Roulettekugel in dieser Delle immer herum. Je schwerer die Objekte sind, desto größer ist auch die Delle, die sie im Raum hinterlassen. Mit anderen Worten, ihr Gravitationsfeld. Beschleunigen sich diese Objekte, so Einsteins Idee, entstehen wellenförmige Krümmungen im Raum. So beschreibt der Physiker bereits vor über 100 Jahren theoretisch die Existenz von Gravitationswellen. Aber Einstein hat der Sache nie getraut. Er hat nachweislich mindestens 5-mal in seinem Leben seine Meinung darüber geändert, ob es Gravitationswellen überhaupt gibt. Warum? Weil er tat, was ein guter Wissenschaftler eben nun mal tut. Nachdem er seine Theorie entworfen hatte, setzte er sich hin und fing an, alles nachzurechnen, mit den Massen und Zahlen, die er kannte. Und er fand heraus, dass die Wirkung dieser Wellen so winzig klein wäre, dass man sie eigentlich niemals würde messen können. Wie klein der Effekt tatsächlich ist, zeigt nur das Modell. Nimmt man ein Atom, jenen winzigen Baustein, aus dem alles in der Welt besteht, und vergrößert es bis auf den Bruchteil seines Kerns, also eines noch winzigeren Protons, erst dann könnte man sehen, wie klein die Krümmung ist, die eine vorbeiziehende Gravitationswelle verursacht. Man hatte damals vor 100 Jahren, als Einstein Gravitationswellen vorausgesagt hat, schlicht nicht die Mittel, so etwas nachzuweisen. Die Technologie kam erst ein halbes Jahrhundert später. Und selbst dann hat es noch mal ein halbes Jahrhundert gedauert, bis wir die Technologie so im Griff hatten, dass wir tatsächlich so kleine Längenänderungen messen konnten. Und jetzt ist es schon fast Routine. Am Albert-Einstein-Institut in Hannover forscht die Max-Planck-Gesellschaft nach genau diesen Technologien. Professor Carsten Danzmann ist einer der führenden Gravitationswellenforscher in Deutschland und Direktor am Institut. In den Laboren entwickelte er gemeinsam mit einem internationalen Team von Wissenschaftlern das Lasersystem, das in den amerikanischen LIGO-Detektoren verbaut ist und entscheidend zur erfolgreichen Messung der 2015er Welle beitrug. Diese Laser müssen nicht nur hohe Leistung haben, sondern perfekte Strahlqualität, kein Frequenzrauschen und kein Intensitätsrauschen. Und das geht wirklich an die Grenzen der Quantenmechanik, was wir da realisieren. Auf Herz und Nieren geprüft werden die Laser ein paar Kilometer außerhalb von Hannover, mitten auf dem Lande. Hier befindet sich das GEO 600, der einzige deutsche Gravitationswellendetektor. Mit 600 Metern Armlänge ist er deutlich kleiner als seine amerikanischen Pendants. Und doch ist der Carsten Danzmanns ganzer Stolz. In den 90er Jahren setzte er sich für den Bau des Interferometers ein. Heute ist das GEO 600 eine der wichtigsten Versuchsstationen für das gesamte Forschungsfeld. Die Interferometer mit mehreren Kilometer Armlänge, die sitzen einfach da und horchen. An denen wird nicht gebastelt oder jedenfalls so wenig wie möglich. Wenn man aber Dinge entwickeln will, dann muss man ständig etwas ändern an den Instrumenten. Und dazu braucht es Instrumente wie diese hier. Und wenn das dann alles funktioniert und man sich davon überzeugt hat, dann wird die Technologie übertragen und in den großen datenaufnehmenden Detektoren eingebaut. Eine eigentümliche Atmosphäre umgibt das Gelände.
So schlicht und unscheinbar der Detektor von außen auch wirken mag, so beeindruckend ist doch, wozu sein Inneres imstande ist. Sie stehen hier, schauen über die Felder, die Sonne scheint, es ist sehr friedlich. Und dann stellen Sie sich vor, wieder ganz draußen im Universum. Zwei schwarze Löcher miteinander kollidieren. Und dann eine Milliarde Jahre später kommt dieses Signal hier an. Sie merken nichts davon. Und trotzdem zittert der Raum unter Ihren Füßen. Und unser Instrument, vergraben hier im Boden, das merkt es. Das macht einen schon glücklich. 100 Jahre lang gab es manchen Zweifel, ob dieser Moment je kommen würde. Und fast die Hälfte dieser Zeit hielt man ihn schlicht für ein Ding der Unmöglichkeit. Bis zum Ende der 50er Jahre. Man dachte lange über Einsteins Aussage nach, dass Gravitationswellen wohl nie messbar sein würden, und kam zu dem Entschluss, dass es vielleicht doch geht. Es gab neue Technologien. Eine dieser damals neuen Technologien wirkt heute wie ein Relikt aus einem Science-Fiction-Film. Und doch, dieses Gebilde ist der erste Gravitationswellendetektor der Welt. Sein Erfinder, ein Physiker aus Maryland, Joseph Weber. Joseph Weber, wie er eigentlich hieß, war gleichzeitig ein Pionier und am Ende vielleicht eher eine tragische Figur. Er war sicherlich der Begründer der experimentellen Gravitationswellenforschung überhaupt in der Welt. The idea he had. Er hatte die Idee, die Wirkung einer Gravitationswelle mit einem riesigen Stück Metall zu messen. Mit einem massiven Zylinder aus Aluminium. In der Theorie sollte eine ankommende Welle diesen Klotz für einen Moment krümmen. Und dann ist sie wieder weiter. Aber der Klotz, der schwingt dann weiter. So wie eine Glocke immer weiter klingt, nachdem man sie angeschlagen hat. Und dieses Nachklingen, das wollte er nachweisen. In der Theorie ein genialer Gedanke. In der Praxis für Weber und sein Team eine ziemliche Herausforderung. Denn damit der Zylinder empfindsam genug für eine Gravitationswelle sein konnte, mussten seine Atome zunächst in nahezu absolute Ruhe versetzt werden. Man baute das Konstrukt deshalb in eine Vakuumröhre ein und kühlte es herunter. Nach diesem Prinzip entstanden in den 60er Jahren gleich mehrere sogenannte Resonanzantennen. Denn Weber wusste, er brauchte unabhängige Messquellen, um sein Experiment erfolgreich durchzuführen. Und dann geschah das Wunder. Was er sah, war fundamental, absolut weltbewegend. Und 1969 verkündete er schließlich, wir haben Gravitationswellen gefunden. Das fand eine ganze Menge Skepsis. Theoretiker fanden dann schnell raus, dass seine Signale eigentlich alle viel zu stark waren. Wenn die Quellen also so intensiv wären, dass er sie detektieren kann mit seinen Resonanzantennen, dann hätte sich ein großer Teil unserer Milchstraße schon längst in Gravitationswellen auflösen müssen, um so viel Energie zu erzeugen. Nur genügte ein kurzer Blick in den nächtlichen Sternenhimmel, um zu wissen, mit der Milchstraße war alles in bester Ordnung. Allerdings, es war auch nicht sofort klar, dass er Unrecht haben musste. Aber die Leute fingen doch an, darüber nachzudenken, wie stark solche Gravitationswellen eigentlich sein könnten. Das war ja damals alles noch unbekannt. Das war der Grund, dass man dann anfing, diese Messungen zu duplizieren und zu versuchen, sie zu verifizieren. Die Nachricht von Webers angeblichem Erfolg erreicht auch die Max-Planck-Gesellschaft in München. Am Institut für Astrophysik beschließt man kurzerhand, das Zylinderexperiment nachzubauen. Und hat dafür auch genau den richtigen Mann. Den Experimentalphysiker Heinz Billing. Nur hat der mit Astrophysik eigentlich gar nicht so viel am Hut. Billing war eigentlich Computerexperte, der den Astrophysikern am Institut Rechenmaschinen baute, damit die ihre komplexen Gleichungen lösen konnten. Large-scale computations in astrophysics. Heinz Billing ist ein Pionier in einer Zeit, in der Computer noch so groß wie Wohnzimmer sind.
Seine Erfolge auf dem Gebiet der Elektronik sind bahnbrechend. Er genießt den Ruf eines exzellenten Experimentators. Der hatte die Fähigkeit, ein Problem bis aufs Gerippe abzumagern. Er hat also hinpräpariert, immer weiter Probleme weggelassen außenrum, bis man dem Kern nahe kam. Und das war seine Stärke. Billing wird in Salzwedel, im heutigen Sachsen-Anhalt, geboren. 1914, genau ein Jahr bevor Einstein die allgemeine Relativitätstheorie veröffentlicht. Bereits als Schuljunge ist er fasziniert von Einsteins Ideen. In der Schule bekommt er den Spitznamen Meister, weil er so gut im Rechnen ist. Das Talent zum Tüfteln scheint ihm in die Wiege gelegt. Ich habe nie mit ihm im Labor gearbeitet. Es waren die Kollegen, die mir das erzählt haben. Wie er sich in jedes technische Detail vertiefen konnte, wie er Freude an jeder Schraube haben konnte, Freude an jedem kleinen Detail des Experiments. Billing nimmt den Vorschlag, Webers Experiment zu wiederholen, begeistert an. Die Herausforderung, Einsteins Theorie zu beweisen, reizt den Wissenschaftler. Doch er braucht Unterstützung und findet einen jungen Physiker aus Erlangen. Das bin ich hier oben. Walter Winkler, heute 75 Jahre alt, erfährt damals auf ungewöhnliche Art und Weise vom geplanten Experiment. Das war eine Annonce in der Zeitung, in der Zeit damals. Meine Frau hat damals, als ich nach Hause kam, ich habe dann eine Doktorarbeit schon angefangen gehabt in Erlangen, hat gesagt, schau mal, da suchen Sie jemanden, der Gravitationswellen misst, mithelfen misst. Und ich habe den Artikel gesehen und war sofort elektrisiert. Die Doktorarbeit schießt er in den Wind und entscheidet sich stattdessen, mit Billing Pionierarbeit in der Gravitationswellenforschung zu leisten. In diesem kleinen Schuppen hier beginnen die Wissenschaftler nach Webers Vorbild ihre eigene Version der Resonanzantenne zu bauen. Aber sie machten einen viel besseren Job als Weber. Denn beide waren erstklassige Techniker. Das war überhaupt das Bemerkenswerte. Sie machten es sich nie leicht und wussten ganz genau, was sie taten. Ganz pingelig haben wir uns das Weber-Experiment vorgenommen, die Verstärker und alles, was da war, weiterentwickelt. Und Billing war also der Übervater in jedem Fall. Er war zuverlässig und ja, wenn er mal was macht, dann macht er das. Und das haben wir also auch durchgezogen. Auch wenn sie grundverschieden sind, Billing und Weber pflegen ein freundschaftliches Verhältnis. Der Amerikaner lässt die deutschen Wissenschaftler sogar bereitwillig an seinen Forschungen teilhaben. Leider war Joe Weber nicht gerade der Gründlichste. Er war ein genialer Erfinder und ganz sicher ein Pionier auf dem Feld. Dafür gebührt ihm große Ehre. Aber wenn es darum ging, ein technisch perfektes Experiment abzuliefern, konnte er mit den Deutschen nicht mithalten. Gemeinsam mit einem italienischen Institut bauen Winkler und Billing zwei unabhängige Resonanzantennen und verbessern die Instrumente, wo es nur geht. Dann beginnen sie ihre Messreihen. 3 Jahre lang horchen sie mit den Zylindern ins All, in der Hoffnung, die lang ersehnten Gravitationswellen empfangen zu können und das Unglaubliche zu bestätigen. Das Ergebnis ist ernüchternd. Sie fanden rein gar nichts. Und weil sie so gründlich waren, konnten sie das mit absoluter Sicherheit sagen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Zylinder Gravitationswellen messen würden, sagten sie, sei 1 zu 1 Milliarde. Wir waren die Einzigen, die weltweit in so einem Koinzidenzexperiment deutlich bessere Messungen hatten als Weber und haben nichts gefunden. Also wir haben am besten nachgewiesen, dass Webers Impulse nicht existiert haben. Joseph Weber hatte sich geirrt. Die Erkenntnis darüber sollte er nie verkraften. Gegen Ende seines Lebens war Joe Weber wahrscheinlich der Einzige in der ganzen Welt, der noch daran glaubte, dass er wirklich Signale gesehen hatte. Und er war letzten Endes eigentlich verbissen in seiner Idee. Und er hat also seine Tintenstreifen da gehabt und hat immer verglichen von den zwei Detektoren und hat
die Signale selber rausgelesen im Rauschen. Und es ist sehr gefährlich. Also wenn man sich hinsetzt und im Rauschen nachschaut und Signale sehen will, dann sieht man auch irgendwas. Die Suche nach dem Unbekannten, die so hoffnungsvoll begonnen hatte, schien gescheitert zu sein. Die Theoretiker waren zufrieden, weil ihr Weltbild wieder gepasst hat. Aber für einen Experimentator ist das schon irgendwie deprimierend. Ja, da hat man jetzt was aufgebaut, hat sich bemüht und es war wohl nichts. Also das war eine Kippenhahn, das war damals der Direktor des Instituts, der hat gesagt, Billing hat die Gravitationswellen am besten nicht nachgewiesen, hat er gesagt. Ja, okay. Und, aber was tut man jetzt? Ja. Was zu diesem Zeitpunkt in München niemand weiß, auf der anderen Seite des Atlantiks reift bereits eine völlig neue Idee heran. Massachusetts, Samstagvormittag in Cambridge. Hier liegt der Campus der Elite-Universität MIT, des Massachusetts Institute of Technology. Und hier keimt Anfang der 70er Jahre neue Hoffnung auf für das Feld der Gravitationswellenforschung. Dank des simplen Gedankenexperiments eines jungen Professors. Sein Name? Rainer Weiss. Meine Studenten fragten mich nach dem Weber-Experiment. Ich kannte es nicht, also entwickelte ich eine eigene Theorie. Man nimmt zwei freischwebende Massen und misst mit einer Stoppuhr, wie lange es dauert, einen Lichtstrahl von der einen Masse zur anderen zu schicken. Und wieder zurück. Und die Zeit schreibt man auf. Und wenn dann eine Gravitationswelle ankommt und sie den Abstand zwischen den beiden Massen verändert, misst man nochmal die Zeit und stellt fest, sie hat sich geändert. Das war die Erfindung des Detektors. Keine große Sache. Big deal. Von der Idee gefesselt, beschließt Ray Weiss, sich einen Sommer lang Zeit zu nehmen und nachzurechnen, ob man aus dem Gedankenspiel auch ein ganz reales Experiment entwickeln kann. Und wie ich begeistert feststellen musste, sah es so aus, als könne man das tatsächlich. Wenn man es groß genug baut, mit einem Laser und mit zwei Armen, einen in diese Richtung und einen in diese Richtung, sodass es wie ein L aussieht, dann könnte man die Krümmung beider Arme miteinander vergleichen. Das Experiment könnte gelingen, nur eins war entscheidend, es musste groß werden. Es gibt nur ein Problem. Weiss fehlt das Geld für ein solches Experiment. Damals forscht er gerade im Auftrag des amerikanischen Militärs. Doch das Land befindet sich mitten im Vietnamkrieg und das Militär hat kein Interesse an so exotischer Forschung wie der Suche nach Gravitationswellen. Nur mit Mühe gelingt es ihm, seine Idee bei einer zivilen Stiftung einzureichen, der National Science Foundation. Dass die Lösung seines Problems ausgerechnet in München wartet, ahnt er nicht. Die Leute von der National Science Foundation schickten meinen Antrag zu Billing. Der las ihn und fand ihn spannend. Er hielt ihn für eine gute Idee. Wisst ihr, das zeigt mir, dass er echt Ahnung hatte. Und dann macht er, was man in einer solchen Situation eben macht. Er ruft mich an und fragt, ob ich was dagegen hätte, wenn er sich mit meinem Experiment beschäftige. Ich sage, nein, wie könnte ich? Als wissenschaftliches Mitglied der Max-Planck-Gesellschaft kann Heinz Billing frei entscheiden, welcher Forschung er sich zuwendet. Und so macht er sich gemeinsam mit Walter Winkler und einer Handvoll neuer Kollegen 1975 wieder an die Arbeit. Sie entwerfen das erste Laser-Interferometer. Es soll der Grundstein für die moderne Gravitationswellenforschung werden und damit auch für LIGO. Allerdings steckt die Lasertechnologie damals gerade erst in den Kinderschuhen. Wir hatten keine Ahnung von Lasern, das war alles völliges Neuland. Wir haben angefangen mit einem Interferometer, was nur auf einem Block
Platz hatte, so 10 cm Größenordnung. Da haben wir das erste Interferometer gemacht und haben nachgeschaut, was gibt es da für Signale. Und dann haben wir einen 3-Meter Interferometer gemacht und dann einen 30-Meter Armlänge Interferometer. Und da haben wir alle Störungen herauspräpariert, die dabei auftreten. Was muss man berücksichtigen, wie muss man vorgehen, damit man so empfindlich messen kann, wie es vom Prinzip her möglich ist. Jahrelang tüfteln Winkler und seine Kollegen an Prototypen, deutlich komplexer als Webers Aluminiumzylinder. Immer wieder verbessern sie Laser, Vakuum und Spiegelsysteme. Billings neuestes Projekt wächst. Und mit ihm die Hoffnung, Einsteins Theorie von der Existenz der Gravitationswellen doch noch zu bestätigen. Die Gruppe fand nicht nur heraus, dass es sich tatsächlich um den richtigen Weg handelte, sondern sie stießen auch auf viele Probleme, die ich in meiner Erfindung gar nicht berücksichtigt hatte, und räumten sie aus dem Weg. Sie verbesserten die Erfindung grundlegend. Für Heinz Billing wird die Arbeit am Interferometer zum letzten Forschungsprojekt. 1982 emeritiert er. Im Alter von 68 Jahren. Doch er hinterlässt ein Versprechen. Ich werde so lange leben, bis die Gravitationswellen gefunden sind. Sein Nachfolger wird Carsten Danzmann. Und der träumt bereits davon, die wertvollen Forschungsergebnisse nicht nur nach Amerika zu schicken, sondern einen eigenen großen Detektor zu bauen. Doch der Lauf der Geschichte hat andere Pläne. Anfang der 90er Jahre war der LIGO-Vorschlag für große Interferometer in den USA. Und unser Vorschlag, die waren etwa gleich weit fortgeschritten, würde ich sagen. Aber in den USA ging es dann ganz schnell. LIGO wurde genehmigt als Line-Item im Congressional Budget. Und in Deutschland passierte etwas, was wir alle ja gerne wollten, nämlich die Wiedervereinigung. Aber in den Nachwehen der Wiedervereinigung war erstmal kein Geld da, oder das, was da war, floss in den Osten, ist ja auch gut so. Aber zum anderen hatte auch keiner Muße und Zeit und Ruhe, sich sowas Obskures anzuhören, wie exotische Vorschläge zum Bau von großen Laserinterferometern, mit denen man den tausendstel Protondurchmesser Längenänderung messen will. Also das passte einfach nicht in die Zeit. Anfang der 90er Jahre, 2 Jahrzehnte nach ihrer Erfindung, beginnt in den USA der Bau von 2 großen Interferometern. Eins hier in Hanford, Washington, eins weit entfernt in Louisiana. Denn auch LIGO benötigt mindestens 2 unabhängige Messinstrumente. Doch bis beide Detektoren so gut funktionieren, wie es nötig wäre, vergehen noch mal über 20 Jahre. In der Haupthalle des Detektors gibt uns David Shoemaker einen Eindruck, wie all die Errungenschaften dieser über 40 Jahre Forschung heute erfolgreich zusammenspielen. Wir haben ja bereits gelernt, dass Gravitationswellen den Raum dehnen und stauchen. Und die beiden Arme, mit denen wir diese Krümmung messen, führen 4 Kilometer in diese Richtung und 4 Kilometer in diese Richtung. Die beiden Arme treffen sich am sogenannten Knotenpunkt, wo sich auch der Strahlenteiler befindet, der den Laser aufspaltet und ihn gleichzeitig in die beiden Arme lenkt. Der Laser wird in einem absolut sterilen Raum generiert, bevor er in die Vakuumröhren geleitet und mittels großer Spiegel auf die passende Größe gebracht wird. Dann breitet er sich in den Armen aus, ohne dabei jemals breiter als 10 cm zu werden. Das ist das Prinzip dieser Anlage. Alles andere sorgt dann nur noch dafür, Störgeräusche zu minimieren. Und so ist man schließlich gewappnet, als am 14. September 2015 ein kleines Signal als Echo eines gewaltigen kosmischen Ereignisses nach einer langen Reise die Erde erreicht.
Nur das Timing hätte besser sein können. Denn in Amerika liegen gerade alle noch im Bett. Es war 2 Uhr morgens und 5 Uhr morgens in den USA. Hier bei uns war es 11.50 Uhr mittags. Und darum waren unsere Leute alle wach. Insbesondere auch Marco Drago, der saß vor seinem Computer und guckte. Und dann machte es Piep. Der Piep ist ein Alert, eine Warnung. Immer wenn die Detektoren Daten aufnehmen, dann laufen mehrere Computerprogramme mit. Und wenn in beiden Detektoren ungefähr gleichzeitig, also innerhalb von 10 Millisekunden, dasselbe Ungewöhnliche passiert, dann gibt es eine Warnung. Und da ist es plötzlich. Ein deutliches Signal. Drago kann sich zunächst keinen Reim darauf machen, zieht einen Kollegen zu Rate. Gemeinsam rätseln sie über die Quelle des Messereignisses, das sie aus Amerika erreicht hatte. Alle, die es im ersten Moment sahen, haben das für ein Testsignal gehalten. Und das wäre auch gar nicht so ungewöhnlich, denn das passiert dauernd. Es werden ständig, wenn die Detektoren Daten aufnehmen, Testsignale in den Datenstrom eingespeist. Und das haben die beiden auch gedacht. Haben aber in der Datenbank nichts gefunden. Normalerweise müsste dann Eintrag sein, Testsignal. Das hat sie sehr verwirrt. Und dann haben sie schließlich im Kontrollraum angerufen in den USA und gesagt, war das ein Testsignal? Aber da hieß es Testsignal. Wir schlafen alle. Das ändert sich schlagartig. Auch in den LIGO-Kontrollräumen beginnt man sich zu fragen, was die Instrumente da wohl aufgezeichnet haben. Langsam steigt die Aufregung. Ans normale Tagesgeschäft ist nicht mehr zu denken. I was in Maine. Ich war gerade im Urlaub in Maine und kontrollierte wie jeden Tag, ob es Neuigkeiten bei den Detektoren gab. Und plötzlich lese ich beim Instrument in Livingston, Reparaturtag ist abgesagt. Dienstags nehmen wir immer Reparaturen vor. Und dann sehe ich dasselbe in Hanford. Reparaturtag ist abgesagt. Ich dachte, was ist da los? Warum ist er abgesagt? Plötzlich bekomme ich eine E-Mail von David Shoemaker. Klick auf diese geheime Website und du siehst etwas. Und da war das Signal. Doch von Euphorie keine Spur. Viele mögliche Fehlerquellen sind noch unberücksichtigt. Vom einfachen Störgeräusch bis zum Hackerangriff, man zieht alles in Betracht. Zu lange hatte man schon vergeblich nach einem Signal gesucht. Wir hatten wahnsinnige Angst davor, den Fehler von Weber zu wiederholen und durch eine falsche Behauptung das ganze Forschungsfeld zu ruinieren. Und das, nachdem sich die Kosten auf mittlerweile $1 Milliarde beliefen. Ich glaube, das lief alles in mehreren Stufen ab. Da ist natürlich die intellektuelle Erkenntnis, die dir irgendwann sagt, das Signal war echt. Aber wenn du jahrzehntelang daran arbeitest, so ein Instrument zu bauen und dann plötzlich empfängst du damit wirklich was, dann ist das nur schwer zu begreifen. Intellektuell war ich vielleicht nach ein paar Wochen bereit, es zu glauben. Aber noch Monate später wachte ich morgens auf und fragte mich, ist das wirklich passiert? 4 Monate lang prüfen die Wissenschaftler das Signal. Ladies and gentlemen, we have detected gravitational waves. We did it. Erst als kein Zweifel mehr besteht, erlauben sie sich den Triumph zurückhaltend zu feiern. Wenn man Dutzende von Jahren nach irgendwas gesucht hat und dann ist es plötzlich da, da gibt es keinen Moment, wo sie Heureka, ich hab's gefunden, schreien, sondern das Bewusstsein, dass da gerade etwas ganz Besonderes passiert ist, das kriecht ganz langsam rein, ganz langsam. Es dauert Wochen. Im Dezember 2017 wird den Gründern des LIGO-Projekts die größte wissenschaftliche Ehre zuteil. Allen voran Professor Rainer Weiss. Nach über 40 Jahren Forschung erhält er den Nobelpreis für Physik.
sich ausbreitet und größer entwickelt. Und es war eine Erleichterung, dass doch das Ganze einen Sinn hatte, die ganze Arbeit. Insgesamt 5 große Detektoren gibt es mittlerweile auf der Erde. Mehr als 1000 Wissenschaftler arbeiten täglich Hand in Hand, um immer mehr Gravitationswellen zu empfangen. Und doch ist das alles erst der Anfang. Das neueste Projekt klingt unglaublicher denn je. Ein Laser-Interferometer im Weltraum. 2034 sollen 3 Gravitational waves. We did it. Erst als kein Zweifel mehr besteht, erlauben sie sich den Triumph zurückhaltend zu feiern. Wenn man Dutzende von Jahren nach irgendwas gesucht hat und dann ist es plötzlich da, da gibt es keinen Moment, wo sie Heureka, ich hab's gefunden, schreien, sondern das Bewusstsein, dass da gerade etwas ganz Besonderes passiert ist, das kriecht ganz langsam rein, ganz langsam. Es dauert Wochen. Im Dezember 2017 wird den Gründern des LIGO-Projekts die größte wissenschaftliche Ehre zuteil. Allen voran Professor Rainer Weiss. Nach über 40 Jahren Forschung erhält er den Nobelpreis für Physik. Als wir 13,8 Milliarden Jahre unterwegs waren, dann haben wir das gesamte Universum detektiert. Nur die Gravitationswellen könnten uns verraten, wie der Urknall wirklich aussah. Damit wären wir einem der größten Geheimnisse unserer Menschheit so nah wie nie zuvor. Zukunftsmusik vielleicht. Aber schon jetzt haben uns die ersten Gravitationswellen das große Unbekannte besser verstehen lassen. Sie haben die Existenz von schwarzen Löchern zum ersten Mal direkt bewiesen, haben uns von kollidierenden Neutronensternen und anderen kosmischen Ereignissen erzählt. Gar nicht schlecht für den Anfang. Als wir das erste Mal raus in den Sternenhimmel blickten und die ersten Galaxien sahen, sah alles da draußen noch ziemlich unbeweglich aus. Aber als wir begannen, Röntgenstrahlen und Radiowellen zu nutzen, fanden wir heraus, dass das Universum ein Irrenhaus ist. Alles dreht sich, explodiert, Plasma überall. Und es würde mich schon sehr wundern, wenn wir jetzt, wo wir diesen neuen Weg gefunden haben, das All zu betrachten, nicht auch auf etwas stoßen, an das wir nicht mal im Traum gedacht hätten. Ich bin ja erst 63 und ich werde 120 werden, bevor ich sterbe, bei bester Gesundheit. So, das sind noch 57 Jahre. Ich habe ja gerade erst die Hälfte hinter mir. Und was alles passiert ist in den letzten 63 Jahren, ist doch unglaublich. Und das wird so weitergehen. Also, ich werde den Urknall hören. Irgendwo da draußen ist dieses Signal bereits auf dem Weg zu uns. Bleibt nur die Frage, wann es uns erreicht.